Wir sind in Deutschland. Man muss sich vorstellen, Deutschland, ehemalige DDR, also der Osten Deutschlands, ungefähr 200 Kilometer südlich von Berlin. Leipzig wäre nicht Leipzig, wenn nicht diese Musik- und Kulturtradition über die Jahrhunderte diese Stadt geprägt hat. Über Bach, Mendelssohn, Schumann, Wagner, Grieg haben wir 9 authentische Orte ausgewählt, aus der Vielzahl der Möglichkeiten. Bach gewidmet 3 Orte, die Thomaskirche, wo er gelebt, gewirkt, gearbeitet hat, die Nikolaikirche und dieser Ort hier, das Bacharchiv. Felix Mendelssohn gewidmet, das Mendelssohn-Haus, wo er gelebt hat, aber auch gestorben ist. Die Mendelssohn-Akademie, also die Hochschule für Musik, die er gegründet hat, und das Gewandhaus selbst, wo er als Gewandhauskapellmeister das Gewandhausorchester dirigiert hat. Wir haben Richard Wagner gedacht in der alten Nikolaischule, wo er als Schüler diese Schule besucht hat. Wir haben Edward Grieg und den Petersen Verlag. Und last but not least haben wir uns mit Robert Schumann und Clara Schumann beschäftigt, um diese Gesamtentwicklung insbesondere von 13. bis ins 19. Jahrhundert zu verbinden. In Leipzig können Sie diese Musikgeschichte auf ganz engem Raum erleben. Sie können zu Fuß die wichtigsten Musikstätten ablaufen, zwischen Mendelssohn und Gewandhaus 2 Minuten Fußweg, rüber zur Thomaskirche 5 Minuten. Und diese Leipziger Notenspur verbindet auf idealtypische Weise diese so wichtigen Plätze und gibt einem schnell einen Eindruck und einen Überblick. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie auch die jungen Menschen dieser Welt, von Japan bis Lissabon, versuchen, an diesen authentischen Städten Musik neu für sich zu erleben. Die Stadt ist wundervoll und voller Musik und Kultur. Es gibt so viele Sachen, die man erleben kann. Und jeden Abend gibt es großartige Konzerte, ob man in der Thomaskirche ist oder im Gewandhaus. Es ist eine wundervolle Stadt zum Studieren. Zweitens, wir haben eine unglaublich bunte, vielfältige Kultur. Von der klassischen Musikszene von Bach, Mendelssohn, Schumann, Wagner bis hin zur modernen Clubszene der Kreativität des 21. Jahrhunderts. Und DJs legen auf.